In diese eher heikle Lage rufen heute Wissenschaftler der Uni Bonn erste Ergebnisse ihrer Untersuchungen in einem der ersten deutschen Hotspots der Pandemie. Diese Ergebnisse bekamen viel Aufmerksamkeit. Ulrike Rödle fasst sie zusammen. Der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Zwei Wochen früher als im Rest der Republik breitete sich in der Gemeinde Gangelt das Coronavirus aus, nach einer Karnevalssitzung am 15. Februar. Hunderte Menschen infizierten sich, es folgten Ausgangssperren, Schulen und Kindergärten mussten schließen. Seit zwei Wochen ist Gangelt aufgrund der hohen Infektionszahl zum Studienort für Wissenschaftler der Universität Bonn geworden. Ihr Zwischenergebnis heute? 15% der Menschen hier sind oder waren mit dem Virus infiziert, manche mit schweren Symptomen, andere haben es noch nicht mal gemerkt. In der Gemeinde Gangelt und Kreis Heinsberg können wir davon ausgehen, dass die 15% der Bevölkerung derzeit eine Immunität gegen SARS-CoV-2 ausgebildet haben. Bei einem Prozentsatz von 60 spricht man von Herdenimmunität. Das Virus findet dann zu wenig neue Opfer und verschwindet aus der Gesellschaft. Auch glauben die Wissenschaftler, Hinweise über die Sterblichkeitsrate und damit über die Dunkelziffer herauslesen zu können. So liegt nach den rohen Zahlen der Johns Hopkins Universität zu urteilen, das Risiko an der Krankheit zu sterben bei fast 2%. In der Studie aus Heinsberg, bei der es aufgrund der durchgetesteten Probanden keine Dunkelziffer mehr gibt, liegt sie bei 0,37%, also fünfmal niedriger. Auch wenn sich die Zahlen damit nicht auf ganz Deutschland hochrechnen lassen, sehen die Wissenschaftler Chancen, einige Maßnahmen zu lockern. Das würde bedeuten, von Phase 1, die strenge Quarantänemaßnahmen vorschreibt, könnte man nach Ostern in die Phase 2 wechseln. Wann es Zeit wird, einen großen weiteren Schritt Richtung Normalität zu machen, ob für Gangelt oder ganz Deutschland, das wagt die Studie nicht zu prognostizieren. Dafür sei es noch viel zu früh. Bei dem, was da heute in Düsseldorf vorgelegt wurde, handelt es sich um eine recht unorthodoxe Publikation, eines Zwischenstandes. Erforscht wird ein Hotspot. Rückschlüsse auf ganz Deutschland sind da kaum möglich, was ja auch anerkannt wurde. Die Ergebnisse wurden dann in einer Pressekonferenz veröffentlicht, ohne die sonst verlangte Prüfung durch Experten draußen. Deshalb ist es wichtig, die Ergebnisse von Heinsberg hier von außen zu sehen. Zu der kleinen Schar von Virologen, die mit ihrer Forschung weltweit Maßstäbe setzen, gehört mindestens ein Deutscher. In der aktuellen Pandemie ist Professor Christian Drosten von der Berliner Charité nicht nur Berater der Regierung, sondern auch Gesicht und Stimme seiner Wissenschaft geworden. Guten Abend nach Berlin. Guten Abend, Herr Kleber. Professor Drosten, bringen die Ergebnisse von Heinsberg das Wissen und auch das politische Verhandeln voran oder nicht? Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an die Kollegen in Bonn. Das ist toll, dass so schnell jetzt Ergebnisse schon einmal vorgelegt wurden. Und klar, natürlich muss die Wissenschaftsgemeinschaft das jetzt auch erklärt bekommen. Das heißt, wir brauchen jetzt ganz schnell ein Manuskript, dass wir wirklich beurteilen können, sodass wir das Design der Studie verstehen, auch die Technik von dem verstehen, was dort an Testen gemacht wurde, und auch die Statistik verstehen, die dahinter steckt. Gibt es da Zweifel, dass das einwandfrei ist? Es geschah ja unter ziemlich schwierigen und schnellen Umständen. Ich will das gar nicht in Zweifel ziehen, aber es ist ja einfach bei jeder wissenschaftlichen Untersuchung so, dass die Wissenschaftsgemeinschaft oder zumindest ein Expertenkreis das beurteilen muss von außen. Und gerade bei dieser hohen Handlungserwartung, die jetzt auch von und an die Politik gerichtet wird, da muss man so etwas schon verlangen. Nun wurde heute ja verkauft, dass es doch ein bedeutender Fortschritt sei, dass endlich mal die Dunkelziffer ausgeleuchtet wurde. Man weiß inzwischen, dass 15% der Bevölkerung, jedenfalls in der Gegend, mit dem Virus Bekanntschaft gemacht haben, krank wurden oder es vielleicht auch gar nicht gemerkt haben. Die Dunkelziffer ist damit zu beziffern. Und zweitens stellt sich heraus, dass die Totenzahlen, die im Moment gefolgert werden müssen aus den Erkenntnissen vom Robert-Koch-Institut und von der Johns Hopkins-Universität, weit niedriger sind, als sie dort erscheinen, eben weil die Dunkelziffer das Umfeld vergrößern und dann erscheinen sie kleiner.
Naja, also da gibt es schon ein paar Sachen, die man dazu sagen muss. Beispielsweise, um jetzt mal mit dem letzten anzufangen, die Sterblichkeitsrate, also die Sterblichkeit pro Infektionsfall, die wird hier bei 0,37% gesehen. Und das ist auch ungefähr ein Wert, von dem wir ausgegangen sind in all den Vorüberlegungen, auch gemeinsam mit Politikern und Gruppen von Wissenschaftlern vor ein paar Wochen, bevor wir also Kontaktsperren in Deutschland eingeführt haben. Das ist also nichts Neues, so ein Wert. Da haben wir schon vorher auch immer unsere eigenen Korrekturen angestellt. Und eine Rate von 15% Immunität in der Bevölkerung, das muss man natürlich zunächst mal technisch betrachten, ob das Diagnosen sind oder nur Signale aus einem Labortest. Diese Laborteste haben eine hohe Rate von falsch positiven Signalen, rein technisch, aber auch, weil es bestimmte Erkältungsviren gibt, die diese falschen Signale machen in den Tests. Und da brauchen wir Bestätigungsuntersuchungen im Labor. Und im Moment ist das nicht klar, ob die gemacht worden sind. Also auf solche Informationen warten wir als Wissenschaftsgemeinschaft jetzt schon, um das dann auch der Politik zu übersetzen. Und dann ist natürlich auch eine andere Überlegung die Statistik. Also beispielsweise die Zahlen haben eine ganz andere Bedeutung, je nachdem, ob mehrere positive Befunde auch in einem Haushalt gefunden wurden oder ob das alles unabhängige Patienten gewesen sind. Auf dieser Pressekonferenz in Düsseldorf heute wurde deutlich, dass jedenfalls das Team aus Bonn der Ansicht ist, dass die Ergebnisse heute zeigen, dass man langsam die Tore öffnen sollte, auch um mehr Infektionen zu ermöglichen, langsam, vorsichtig, möglichst nur bei den Fitten und Jungen, damit man irgendwann bald zu einem Ergebnis kommt, dass 60% der Deutschen ungefähr sich infiziert haben und damit das Volk insgesamt weitgehend immun wird gegen dieses Virus. Was halten Sie davon? Ja, ich stimme zunächst einmal den Kollegen in einem Grundoptimismus zu, dass wir doch die Wirtschaft wieder in Gang kriegen müssen und natürlich aus diesen jetzigen Maßnahmen raus müssen. Das sehe ich ganz genau so. Wir müssen uns natürlich aber schon einmal die Grundvoraussetzungen anschauen. Von 15% bis auf 70% ist es ein weiter Weg. Da müssen also sehr viele Personen infiziert werden. Und das kann man ganz sicher nicht einfach so durchlaufen lassen. Auch ist es so, dass bei 15% Immunität, wenn das denn technisch so wirklich stimmt alles und statistisch auch so stimmt und auch wirklich für Deutschland repräsentativ ist, dass man dann natürlich weiterhin Maßnahmen braucht, die die Geschwindigkeit des Ausbruchs bremsen. Denn diese 15% bremsen nicht allzu viel von selbst. Und diese Maßnahmen müssen aber natürlich auch viel besser ausgerichtet werden. Da gibt es ja jetzt schon erste Vorschläge aus der Politik und aus der Wissenschaft. Und da gibt es auch bestimmte Werkzeuge, die auch wirklich hoffen lassen. Ein wichtiges Werkzeug wird es sein, elektronische Hilfsmittel zu verwenden, Mobilfone-Apps, die jetzt derzeit programmiert werden, die ich für extrem wichtig halte. Bei aller Datenschutzdiskussion, das sind eben die Feinwerkzeuge, die man braucht, wenn man nicht die groben Werkzeuge brauchen will, die wir im Moment benutzen. Eine Stimme der Skepsis und Vorsicht aus Berlin. Dankeschön, Professor Drosten. Gerne.